Und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Weiter mit der Quest Schatten aus den Schächten. Da müssen wir anscheinend 7 Goblins töten. Die Quest ist jetzt auch aktuell 280 Meter knapp weg. Es ist nachts. Ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich schwieriger werden. Weil es ja hieß, dass die Gegner in der Nacht stärker sind. So, bin ich ja mal gespannt. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Werde jetzt aber erst schnell den Kampfmodus auf Warten machen. Dann kann ich mich gleich die Schwächen raus. Also gleich schauen, was die für Schwächen haben. So, jetzt müssten wir gleich in der Range drin sein von der Quest. So, okay, schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall noch eine Fundstelle. Hier irgendwo. Schauen wir mal. Ah, hier aufheben. Super Elixier. Ist nie verkehrt. Okay. Schauen wir mal, was das für Viecher sind hier. Für komische Goblins. 7 Stück anscheinend müssen wir hier killen. Meine Füße, sie tun so weh. Weichling. Okay, da sind. Stecken wir unser Revier ab. Okay, gegen Lanze und Feuer. Feuer May aktuell ausgerüstet, sehr gut. Auf die Lanze können wir jetzt dann switchen. Ist eine gute Übung. So, okay, Lanze und Feuer. Wir gehen in den anderen Kampfmodus. Und zwar auf Echtzeit. Okay, würde ich sagen. Trotz deiner Brille. Danke für den Tipp. Okay. Da gibt's einen Warpunkt. Der ist hier angreifen, komm. Oh, was machst du denn? Falsche Taste. Okay, ich glaube, wir müssen unsere Energie wieder hochwarpen. Und sehr gut. Ja, komm her. Los, Konto! Immer schön! Noch! Ich steck dir den Rücken. Ich verlass mich drauf. Ich wusste doch, du hast es drauf. Aber hallo. Okay, ein Durchbrecher, Immerbrecher. Was spachteln zu können. Okay, einer müsste doch da sein. Das geht so weit. Sorry. Boom. Jagdziele, Schatten aus den Schächten. Sehr gut. Ja, ging ja doch besser, als ich eigentlich gedacht hatte. Ich hatte es mir echt schwerer vorgestellt, aber war wahrscheinlich nur. Naja, Glück. Gab schon schwierige Quests. Jetzt wollen wir aber noch schauen. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Hier können wir auf jeden Fall abbauen. Würde ich sagen, gehen wir dahin. In die Richtung ungefähr ist es. Genau, oben ist das Blatt. Können wir Ressourcen abbauen. Eos-Erbse. Okay. Haben wir das auch? Dann gehen wir mal jetzt
Gehen wir die Quest ab. Aber auf dem Weg dahin, glaube ich, müsste noch ein Zer... Ich verdrück mich jedes Mal mit den blöden Tasten hier. Wir gehen erstmal dahin. Ne. In die Richtung ungefähr, mal zum Zelt. Obwohl, komm. Lass gleich die Quest abgeben. Schlaf. Ich brauche Schlaf. Wir haben lange nicht mehr richtig geschlafen. Höchste Zeit, das zu ändern. Ja, geh mal halt. Geh mal halt schlafen. Okay, wir müssten eigentlich eh schon in der Nähe sein. Müsste irgendwo hier sein. Da oben ist auf jeden Fall noch was zum Abbauen. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Hinter den Felsen hier. Oh. Hinter diesem Felsen oder auf dem Felsen vielleicht sogar. Ja, okay. Da können wir Blitzessenz wieder abbauen. Sehr gut. Das haben wir noch gar nicht probiert, gell? Die Blitze. Okay, maximale Kapazität. Hier hoch. Kommen wir hier hoch? Ja. Mist, ich hab Sand im Schuh. Schütt ihn halt aus. Ja, genau. Schütt ihn halt aus. Wollen wir hier campen? Ja. Rasten. Zelten. Wir sollten erstmal etwas essen. Ja. Können wir auch machen. Wenn ihr alle Hunger habt, dann essen wir etwas. So, was machen wir denn Schönes? Reisbällchen. Hier glaube ich brauche hier gar nichts, oder wie? Machen wir das. Lecker. Naja, viele EP haben wir ja nicht. Speichern wir mal. Ich weiß gar nicht, für was das gut ist. Leute, könnt ihr mal schreiben, für was das gut ist? Gutes Timing, Prompto. Oh, schaut gut aus. Speichern wir einfach mal. Die Sicher gehören hier scheinbar zur Nacht, wie die Sterne am Himmel. Ja, leider funkeln sie nicht so schön. Ich könnte auf die Biester gut verzichten. In Insomnia war es sicherer. Da konnte man nachts im Park sitzen. Oder shoppen gehen. Ihr zwei Kleinen habt wohl ordentlich Heimweh, was? Na, hier kriegt einem doch nachts was in den Schlafsack. So wie deine Socken riechen. Ihr müsst euch einfach dran gewöhnen. Okay, dann würde ich sagen, geben wir jetzt die Quest ab. Schatten aus den Schächten. Ich finde es auf jeden Fall schon mal geil in dem Spiel, muss ich echt sagen, Leute, dass man die Gegner jetzt sieht auf der Map. Das war in den anderen Teilen nicht so. Du bist ja einfach gerannt teilweise. Also bei Final Fantasy 7 war es auf jeden Fall so. Und auf einmal sind halt die Gegner dann gekommen. Oder du bist halt einfach in den Kampf rein teleportiert worden. Das finde ich jetzt schon mal gut, dass man jetzt die Gegner sieht. Dann könnte man sie ja, wenn man keinen Bock hat zum Kämpfen, ein bisschen umgehen.
Wie gesagt, das ging in den anderen Teil nicht. Da hat man die Gegner einfach nicht gesehen, man ist einfach reingerannt und der Kampf hat begonnen. Nackt. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Was? Wir brauchen keine Medikamente, Mensch. Wir müssen sparen, Jungs. Sparen. Heute schlage ich richtig zu. So, reden. Willkommen. Yep, ja. Alles Auftrag erledigt. Schatten aus den Schächten. Super, 1740 Gil und ein Super-Elixier. Sehr schön. Hat der noch was für mich? Hast du noch was für mich? Stets zu Diensten. Zeig mal her, ob du noch eine Jagd hast. Alle schwere Brocken. Eine Stufe 8 Jagd. Okay, die können wir eigentlich schon noch machen. Yep. Gute Wahl. Okay. Hat das neue Ortsinfos? Was interessiert euch? Ja, okay. Okay. Nichts überstürzen. So, dann würde ich sagen, vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Gehen wir doch gleich zur nächsten Quest. Echt unheimlich. Hm. 450 Medi. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Das ist jetzt schon Stufe 8. Okay, ich glaube, das wird jetzt schon ein bisschen schwerer. Gleichlevelige Stufe. Wolkenlos. Ja, mir auch. Ich switch gleich mal wieder auf den anderen Kampfmodus. Okay. Okay, da ist auf jeden Fall eine Fundstelle. Hier irgendwo. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist hier was Schnuggeliges drin? Grünes Halsband. Schauen wir gleich mal was. Ausrüstung Noctis. Bronzereif. Grünes Halsband. Okay, ist aber eigentlich schlechter. Grünes Halsband aus glänzendem Leder beschleunigt die LP-Regeneration merklich. Okay, das erhöht das LP-Maximum und das tut's regenerieren. Was hatten die? Prompto, glaube ich, hat am wenigsten, gell? Die hatten Eisenreif. Erhöht das LP-Maximum? Ah, nee, das ist schlecht. Könnte man vielleicht eventuell verkaufen später. Schaut jetzt nicht so gut aus. So, schauen wir mal. Wo die Viecher sind. Die Viecher. Die sind bestimmt da oben, auf dem Berg. Muss schauen, wie wir da hochkommen. Wo denn da vorne? Okay, da vorne sind sie. Oh, pop, 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 pop. Lalalala. Können wir den gar nicht anvisieren? Mach ich den immer? Bald klingelt die Kasse, Leute! Okay, zeig mal her. Großes Schwert und Feuer. Sehr gut, okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Gehen wir in den Echtzeitmodus. So. Scheint, als wären wir fündig geworden. Das gibt genau die richtige Trainingseinheit für dich ab, Prompto. Oh, die halten viel aus. P-Stase, haben wir noch, haben wir irgendeinen Warp-Punkt? Was ist hier los, Egger? Haben die jetzt Ding oder was? Haben die resettet? Die haben anscheinend resettet. Lass mal schauen, ob es hier einen Warp-Punkt gibt. Hier gibt es keinen Warp-Punkt.
Oh, was ist immer die falsche Knopf drücke, Mensch. Ja. Vorsicht! Ja. Irgendwie im Ignis, vorsichtig. Wollen wir mal rumschauen, vielleicht gibt es irgendwo einen Punkt, einen Warpunkt. Hier, bitte! Vorsicht! Wollten wir es mit MP, Elixier. Die halten ganz schön viel aus, ey. Ich hab die kleinen Idioten da. Na, ran da los. Werf nicht los, ne? Ab Notam. Kommt doch! Hey, läuft. Zauberhaft! Energie sieht auch gut aus. Ignis, konzentrier dich auf den Feind. Okay, oh, ich muss mich klein irgendwie erstmal erledigen. Obwohl wir alles geben, scheint es nicht zu reichen. Nicht, wenn man rumsteht und jammert. Gute Arbeit! Ran da los. Alles okay? Alles im grünen Bereich. Ja, man merkt schon, dass es gleiches Level ist. Haben wir wohl etwas übernommen? Jemand eine Idee? Ja, die Klinie. Ah, ja, das ist ein Warpunkt, gell? Wo hast du das denn gelernt? Ja. Mal ran da, los, komm, Baby. Wieder, Baby. Okay. Pass lieber auf dich selbst. Einer noch. Ein starker Gegner. Gladio, los! Zauberkraft!
Okay. Das riecht nach Ärger. Das sieht nicht gut aus für uns. Jetzt bleibt nur noch der Todesstoß. Alles oder nichts. Los, Baby. Komm, Baby. Immer schön. Boah. Das war knapp. Das war wirklich. Geschafft ist geschafft. Wirklich hart. Sehr gut. So, haben wir das auch erledigt? So, ist hier noch irgendwas in der Nähe? Okay. Ich würde sagen, gehen wir trotzdem erstmal zurück. Wir müssen echt schauen, dass der Prompto ein bisschen mehr Power kriegt, ein bisschen mehr Energie kriegt. Aber es ging ganz gut. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Halten die an? Okay, die halten an. So, 90 Meter noch. Die nächste Jagd, glaube ich, wäre dann erst Level 14. Dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Wie wär's mit einer Pause? Nicht, weiter geht's. Dieser Gegend wimmelt in letzter Zeit auch von Raubtieren. Willkommen! Willkommen zurück! 1038 Kill, ein Super-Elixier. Sehr gut. Fährtenleser. Es geht voran, was? Okay, Jagdrang 2. Prämie für Rangaufstieg gehalten. Einmal ein Titanreif. Das schauen wir doch gleich mal. Was darf's sein? Hast du noch was? Ist etwas für euch Stufe dabei? 14, das ist schon zu krass, glaube ich. Also noch zu krass. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber jetzt schauen wir mal, was das für ein Titanreif war. Schauen wir mal ein Prompto. Der hat einen Eisenreif. Okay, Titanreif. Oh, sehr gut. Dann geben wir ihm das gleich, würde ich sagen. Ein aus Titan gefertigter Armbreit. Erhöht das LP-Maximum. Okay. Hält dir ein bisschen mehr aus. Der nächste wäre dann Ignis, auf den wir ein bisschen gucken müssten. Fertigkeiten haben wir hier schon. Ah, 35 EP schon wieder. Das ist das hier. Team. Erhöht den Schaden von Kombos immens. Ich glaube, wir haben. Warte mal, was ist denn das hier? Ich glaube, wir machen mal das hier. Kombo-Schaden erhöhen. Kombo-Boost. Yep. Okay. Talente. Gladius. Das hat der. Heilmittel. Okay. Magie. Fertigkeiten waren wir gerade. Wie hin? Was hat der da? Dämmerbrecher. Okay, ist auch schon fast Stufe 4. Schauen wir mal auf Prompto. Durchschuss. Okay, der hat bis jetzt nur das. Okay. Aber wir könnten mal das Blitz ausprobieren.
These. Okay. Ausrüsten. Yep. Yep. Blitz. Okay. Okay. Mann, wie das duftet. So, was machen wir denn jetzt? Da oben wäre noch was. Was ist denn das hier eigentlich? Dave, Nebenaufgabe. Wir haben jetzt eigentlich keine Quests mehr, außer den Deal mit Dino. Aber glaube ich, darf Tommy die Insel verlassen und da hieß es ja, dass wir eine längere Zeit nicht mehr zurückkommen können. Das will ich eigentlich jetzt noch nicht machen. Was haben wir denn? IP? IP 112 nur, also ist eh nicht viel. Also für einen Stufenaufstieg reicht es noch lange nicht. Ich könnte. Soll ich die abfarmen hier noch oder nicht? Erntestelle Paprika. Kartoffel. Ach komm. Lass zu der Paprika gehen. Fahren wir da noch ein bisschen was ab. Gehen wir. Gladio, gehen wir. Komme. Also wie gesagt, ich spiele das Spiel ganz gemütlich, mache auch die Nebenaufgaben, ja, so weit wie es geht. Also ich renne nicht nur durch. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich die Folgen auch länger mache, also nicht nur eine 20-Minuten-Folge. Sonst wird es wahrscheinlich auch zu viel werden an Folgen. Ich habe ja keinen Bock, dass ich hier 300-400 Folgen hier mache. Hm. Ich bin total falsch gerannt, Mensch. Da müssen wir lang. Warte mal, kann ich das nicht markieren? Ziel festlegen. Okay. Komplett falsch gewesen. Ja. Tolles Wetter heute. Ja, das stimmt. Das Gebiet ist auf jeden Fall richtig schön groß. So, hier haben wir eine Abbaustelle. Erzfund, Leute! Aufheben, komm. Okay. Gehen wir zur nächsten. Das müsste hier gleich sein. Genau, da sind Gegner. Und den können wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ausweichen. Sehr gut. Paprika. Nein. Okay, ist das abgebaut? Wo geht's hier weiter? Gehen wir gleich da hoch. Genau, gehen wir hier weiter. Dann können wir, gehen wir eine richtig schöne Runde und nehmen hier alles mit. Tolles Wetter heute. Ja, mir auch. Ich bin ja gespannt, ob es hier auch so Dungeons und sowas gibt. Oh, ein riesen Nashorn. Also glaube ich zumindest. Oh. Frontal an. Scheiße, Stufe 12. Na gut, ich umgehe sie und greife von hinten an. Nee, da brauchen wir gar nicht drauf gehen. Ich glaube, dass die uns down machen werden. 196 Meter, du Scheiße, da kommen wir nicht vorbei.
Oder wir rennen einfach vorbei. Ich glaube, Stufe 12 ist ein bisschen zu krass. Die werden wir nicht schaffen. Jetzt müssen wir. Boah, 23! Einmal weiterkommen. Viel weiterkommen, Leute. Ich habe eigentlich gedacht, dass es hier das erste Gebiet, dass sie hier gar nicht so stark sind. Wahnsinn. In der Stufe 23 brauchen wir noch nicht anlegen mit Stufe 8. Ich glaube, dass der einen One-Hit macht. One-Hit, dann bin ich down. So. Aber vielleicht sind hier geile Dinge. Komm, nimm's. So, hier noch was. Ist das lästig? Klappe zu und komm da drauf. Das schaffen wir doch mit links. Stufe 2, das geht wieder. Hier Stufe 2 und 10 Meter weiter, hier Stufe 23. Ja. Jo. Okay. Was ist? So. Schnauze, Mensch. Holen wir uns gleich hier das noch. Ich spring doch nicht immer, du sollst es nehmen. Okay, haben wir das auch? Hier wäre eine Kiste. Dann gehen wir gleich zu der Kiste, schauen wir, was da drin ist. Wenn es jetzt nicht ein höherleveliges Gebiet ist. Das ist natürlich schlecht. Blitz. Mich würde so wundern, Plus ist bei der Motoclean. Kann ich das irgendwie upgraden? Wenn ja, wo kann ich das upgraden? Schreibt es vielleicht mal in die Kommentare rein, wenn es jemand weiß von euch. Auf geht's. Reicht eine Minute? So lang braucht ihr. Das will ich kurz im Prozess. Ich trage immer. Okay. Geht doch. Keiner verletzt, wie es scheint. So, ich glaube, wir müssen hier rumgehen um den Berg. Oh, da unten sind wieder so Nashörner. So, gehen wir mal hier rum. Nehmen wir uns die Truhe. Megaphönix. Megaphönix. Halt Kampfunfähigkeit und LP aller Charaktere vollständig und beschleunigt Regeneration. Okay. So, okay. Da ist ein Zelt. Okay. Feuer sind wir voll. Wir sind eigentlich voll mit den Ressourcen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch die zwei Kisten hier ab. Und dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir irgendwie eine Quest kriegen. Diesmal geht nicht mehr viel. Aber mach's kurz. Und auch für mich verständlich. Ja, hat voll den Lauf. Oh. Bam. Das wird ein Kinderspiel. Okay. So. Ha. Wer ist denn dieser Zweck überhaupt? 500 Meter, Mensch. Warte mal, können wir denn nicht schneller hin? Nee, da ist kein Rastpunkt dazwischen. Okay. Aber
Ich glaube, wir müssen dann fast mit der Hauptquest weitermachen, weil... Wie auf den Mach! Lassen wir die Waffen sprechen. Weil für die Jagdquest sind wir jetzt noch zu niedrig. Level 8 ist fast ein bisschen schwierig. Ja genau, ich werde den Nashorn jetzt angreifen, oder was? So, sind wir gleich da. Die brennen hier lang hier. Das ist nur eine Panne oder was? Wollen die helfen? Reden? Ihr kommt wie gerufen. Mein Wagen ist liegen geblieben. Für die Reparatur des Wagens wird ein Panzer benötigt. Vom Pech überholt. Dem Fahrer ein Panzer bringen. Ah, okay. Na, wo kriege ich das her? Aufgaben. Okay. Und wie kann ich denn das bringen? Dem Fahrer ein Panzer bringen. Ihr kommt wie gerufen. Ja, super. Warte mal, da muss ja irgendwie was dabei stehen, oder? Die Gruppe findet ein liegendes Fahrzeugstrand. Mit einem Pannenset könnte der Wagen seine Fahrt fortsetzen. Aber wo kriegt das her? Das Pannenset? Kein Plan. Vielleicht droppt es ja irgendwie hier, aber kann mir fast die Falsche. Oder man muss vielleicht eine Werkstatt kaufen oder so. Echt angenehm hier. Ja, ja, das stimmt. Machen wir erstmal das weiter, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine, auch mal eine Quest. Schon mal gut zu wissen. Ein Granatarmband. Ausrüstung Noctis. Granatarmband. Oh, schlecht, aber du hast mehr, hab mehr Angriffsschaden. Angriffsschaden ist höher, aber weniger Lebenspunkte. Okay, das wäre vielleicht was für Ignis. Ah, die hat schon eins drin. Okay. Gladius. Sternenanhänger. Ja. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So, gehen wir gleich hier weiter. Level 5. Muss ich die jetzt machen, ey? Ich mag die jetzt nicht machen. Gehen wir hier außen rum. Kann man da besser vorbei. Deine Ressource mit hier. Boah, ey. Nicht mit mir. Nicht jammer. Kämpf. Das dürfte nicht lange dauern. Das ist Level 2. Okay. Wieder einen Ausgleich. Geht's schon noch ganz gut. Oh Mann, so wendige Ziele bin ich nicht gewohnt. Der Papa macht das schon. Sorry. Das war einfach. Ah, schön EP, EP, EP. So. Wie kommen wir da hin am besten? Okay, hätten wir uns eher mal in die Richtung.
Oh, was ist hier los? Die Musik ist so komisch. Mega Phoenix. Ist hier noch irgendwas, wenn die Musik so komisch ist? Oh, was ist da los? Jungs, hier gibt's was zu tun. Fein, dann kümmere dich drum. Alleine? So war das nicht gedacht. Ich sehe keinen Gegner. Das ist wahrscheinlich erst da drinne. Wir haben wahrscheinlich Level. Vorwärts! Ja! Reicht eine Minute. So lang brauchen wir. Das geht so weit. War ein Ausrutscher. Keiner mehr, oder? Nein, was ist denn jetzt? Was besser aufnockt. Endlich Ruhe hier. Das Zeug abfahren. Was ist jetzt hier? Aufheben. Okay, mal das. Übernachten. Weiter weg, gell? Hammerhead, da könnte man mal schauen. Dann gehen wir mal noch zu Hammerhead. Ach, komm ich nicht raus jetzt. Man kann mich nicht wegporten. Bitte wählen. Ach, scheiße, es geht jetzt nicht zur letzten Unterkunft. Okay, ich würde aber sagen, ich renne jetzt zur Unterkunft. Das braucht jetzt wahrscheinlich, wollt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Und dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gebt mir ruhig einen Daumen nach oben oder auch ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.